insgesamt 7 Wochen mit unterschiedlichen Crews auf unserem Schiff Lea in der Adria unterwegs. Los geht's mit dem Männerturn im August. Aber mit der Augenklappe. Wo man sich so drauflegen. Ich glaube, es sind Zwillinge. Ahoi, Gap. Ahoi, Ahoi. Da ist noch rechts, Theo? Nicht von mir, von meiner. Bist du mit da rein selbst? Nee. Ein bisschen pfeifen. Weit zurücklagen, aber safe und dann. Die Woche mit den Jungs neigte sich langsam dem Ende zu und wir mussten uns wieder auf den Rückweg machen. Nur, um im September nochmal zu starten. Diesmal insgesamt 3 Wochen. Die erste davon waren meine Eltern mit an Bord. Wir hatten uns eine To-Do-Liste geschrieben mit Dingen, die wir reparieren wollten. Als erstes stand die LED-Leiste auf dem Achterdeck auf dem Plan. Gucken wir, ob das funktioniert, so wie wir uns das vorstellen. Das ist das Weiß. So kalt. Okay, jetzt mache ich das hier an und dann mache ich es unten an. Ja? Das wäre jetzt eine große Enttäuschung, wenn es nicht funktioniert. Also ich mach's an. Kim, dann mach's an. Ja. Woo! Da fällt's ab. Aber das ist gut, oder? Das ist ja eine Freude. Ja, dann müssen wir trotzdem besser raus. Thank you.
Nach einer weiteren Woche und einem weiteren Crewwechsel machten wir uns wieder auf den Weg Richtung Norden an der istrischen Küste entlang. Dabei entdeckten wir zwei kleine Inseln, an deren Westseite wir ausgedehnte Unterwasserhöhlensysteme fanden. Tobi, bist du bereit? Hi, ich bin Tobias und ich gehe jetzt Riesen schön sammeln. Er guckt immer so lang, wo sie sind. Da sind ja gar nicht so viele, oder? Und? So können wir es. Ja, noch Masken werfen. Gut. So steht es dann wieder jetzt. Ja. Hört sich gleich anders an, das Meer. Nach dem Turn im September kamen wir wieder im Oktober, ein paar Wochen später, mit den beiden Jungs an Bord, um auch mal bei raueren Bedingungen zu segeln. Wer hat die Sauerei gemacht? Ja, wer war heute Bootsmann? Wer hat denn sich richtig aufgeräumt? Ich glaub's ja gar nicht. Das kann man ja niemand erzählen hier. Na, Captain, alles im Griff? Ein schöner kleiner Kanal hier. Ja. Für die Fischerboote.
In Grado sahen wir uns plötzlich mit einer massiven Fliegenplage konfrontiert. Wir taten unser Bestes, diese zu bekämpfen. Da waren schon einige Fliegen. Ja gut, da würde ich auch angehen, wenn ich eine wäre. Mhm. Ja, Mann. Getroffen? Ja. Da liegt sie nahe, die öffnen dich. Ja. Also ich hätte ja eine Lösung für das Problem. Jonas, schmeckt's? No. Schon okay. Wo geht's dort hin? Guten Morgen. Erstmal durch die Lagune. Und dann geht's wieder ein Stück Richtung Osten entlang der Küste. Nice. Durch Venedig geht's rein. Lagune von Venedig, genau. Selbstredend.